Hallo Welt, da sind wir wieder. Es geht weiter mit unserem Preston, der gut verpackt ist. Irgendwo hat er eine Powerrüstung hergezaubert. Aber er fühlt sich anscheinend ganz wohl da drin. Finde ich auch ganz gut. So treffe ich ihn wenigstens nicht so oft. Friendly Fire, ihr versteht. Oh Mann. Weg mit der Waffe. Haben wir jetzt wirklich einen ganzen, wo ist die Sonne? Haben wir einen ganzen Tag jetzt mit dem. Ach, schon wieder? Nein! Oh, das ist was Großes. Wo ist es? Wir sind schon wieder vergiftet. Es ist ein normaler. Ach, das ist der Stechmügler jetzt. Herr Preston, du hast den richtigen Anzug dafür. Mach doch was! Ich ärgere mich nicht, ich freue mich. Ah, ja, die auch noch. Ja, was? Oh Mann, mein Gehirn. Ah, Stichflügler. Alles hier. Alles. Die haben auch keinen besseren Sound. Wir nehmen die Pilze hier mit. Dann haben wir wenigstens einen Pilz. Der hat sogar einen Helm, der Anzug. Nicht schlecht, aber sonst ist es, glaube ich, nur das Gerüst, wie es aussieht. Ich glaube, den müsste man dann noch verbessern. Wo summt es denn jetzt? Aha. Jeder Schuss muss sitzen. Was, wo? Oh, da. Okay, abgemacht. Jeder Schuss muss sitzen. Oh. Jeder Schuss. Ich habe hier meine Machete. Wo ist es? Aha. Die Machete. Die hilft gegen Stechflügler. Sieht aus wie ein Skorpion, so ein bisschen. Also nicht wirklich. Skorpione haben keine Flügel. Vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst es. Vergesst es. Wir nehmen das Stechflüglerfleisch und den Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Stachel auch, ja. Ich schätze das auch. Bis wir da angekommen sind. Schickt doch noch eine Todeskralle. Wie wäre das denn? Wir haben hier noch nicht genug Action hier. Ich dachte, wir machen einen schönen Spaziergang, gehen hier gemütlich unserer Aufgabe entgegen und was ist? Stechflügler-Salat. So ein. Oh, Moment mal, hier waren wir doch schon, oder? Ach, Supermutanten. Ghoule. Wilder Plünderer-Ghoul. Naja, wir sollten es ja auch mit Ghoulen zu tun bekommen, wurde ja gesagt. Jetzt denke ich, wären wir doch mal lieber da oben. Springen? Von da aus könnten wir rauf. Und ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Von da, dann warten wir auf Nacht, den Nachteinbruch. Ja, und dann werden wir sie alle nacheinander mit unserem Nachtfernziel-Fernrohr erwischen. Schön leise, wie sich das gehört. Oh, man muss sich die Gegend mal angucken. Interessant, interessant. Das scheint sowas wie eine Brücke oder sowas gewesen zu sein, früher mal. Ein Tunnel, meine ich, ein Tunnel da drüben. Eine Brücke, natürlich, Brücke. Auf der sind wir jetzt gerade. Ist das denn schon unser Ziel? Ja, es sieht danach aus. Ja, gut. Bule dürften doch so schnell nicht hier raufkommen. Und wenn wir darüber springen, dürften sie erst recht nicht raufkommen. Ja, hier so rüber. Oh ja. Was ist hier? Was war das? Habe ich was gehört oder?
Bilde ich mir das wieder nur ein. Ja, irgendetwas hat uns entdeckt, offenbar. Das ist ein Raider, der ist schon tot. Sonst so ein Shit, sag bloß, von hier oben sieht man die gar nicht. Man muss sie erstmal aufscheuchen vielleicht. So, im Moment sehe ich keinen. Ich benutze mal dieses Q-Ding. Aha. Wilder Ghoul. Warte mal. War der jetzt tot? Wo ist er hin? Wie kommt der hier hoch? Ich glaube, die Giftdinger, die helfen gar nicht gegen Skorpione oder sowas. Wenn man da so reinschießt. Preston ist gut verpackt. Wenigstens ist es nur einer, ja. Wenigstens geht er nicht auf mich los diesmal. Die ganzen Ghule. Okay. Ghoul gegen Skorpion. Die kommen ja doch hier rauf. Sollen wir den Skorpion? Der ist doch auch schon wieder so hartnäckig. Nein, unser Auftrag sind die Ghule. Ziemlich schnell. Habt ihr das auf dem Radar gerade gesehen, wie schnell die sind? Der Skorpion konnte uns nicht sehen, weil wir getarnt waren. Preston macht alles alleine. Haha, wir haben Angst. Nein, niemals. Angst ist ein Fremdwort. Nur Narren und Kinder haben keine Angst. Nee, wie war das? Aber es sind keine mehr da. Mission erledigt. Der Skorpion, aber wie? Wo? Warum? Ich weiß es nicht. Hört sich ja auch nicht so gut an mit dem Skorpion immer. Ja, ich bin sehr geräuschempfindlich. Ich sollte das Spiel vielleicht ohne Ton spielen. Wie wär's damit? Jawohl, und vergiftet ist er auch noch, der Pirscher. Huh. Preston. Hast du das gesehen, Preston? Ich hab einen erwischt. Ich hab einen erwischt. Sehr mutig, oder? Aha. Er ist runtergefallen, du Blödmann! Ja, es war, glaube ich, eine ganz gute Idee hier oben sich. Oh Mann, das wird hier ewig dauern. Wir müssen wahrscheinlich die ganze Anlage da. Die ganze. Alles. Wir müssen rein wahrscheinlich und dann sind drin nur Ghule. Ach ja, ich weiß schon. Warum wir hierher geschickt wurden, na, ich weiß es nicht.
Ich möchte aber wissen, was da oben der Raider bei sich trägt. Da liegen, glaube ich, sogar zwei. Oder ist er mittlerweile zum Ghoul mutiert? Ich glaube, wir müssen runter. Preston, wir müssen da runter. Jetzt oder nie. Springen? Nicht mit mir. Da unten wartet auch noch der Skorpion. Der eine Ghoul ist hier runtergefallen. Ungeschickt. Ungeschickte Ghule. Aha, der Skorpion schon wieder. Können wir den nicht auch von hier oben kriegen? Ja, ich hoffe, dass das der Skorpion ist und nicht irgendetwas Größeres. Also eigentlich wäre mir auch so ein Skorpion ganz lieb, wenn er nicht da wäre. Oh, er hat sogar Licht am Helm. Na, lass dir den Helm bloß nicht wegnehmen, Preston. Ich wusste gar nicht, dass Preston Power-Rüstungen so gerne hat. Die anderen Sachen, die zieht er immer aus. Das ist zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, dass Preston etwas angezogen hat. Freiwillig sogar. Genial, oder? Mit Licht. Leucht mal darunter, Preston. Dahin. Preston. Hey, schieß los. Geh Dahin. dorthin. Okay. Und? Macht er das? Oh, er macht es. Da steht auch so ein Ding rum. Schild, wenn die Flamme ein S darstellen soll, sonst Schild. Propan. Ah, das Ding könnte ja noch nützlich werden. Wir locken alle Ghule hier hin und sprengen das Teil einfach. Ja, da sind ein paar Ghule und da liegt noch irgendetwas, das man nicht erklären kann. Als ob man Ghule erklären könnte. Naja, das sind eben diese wahnsinnig gewordenen 10 mm Patrone trägt er dabei Machen wir und uns auf den Weg. Vorkriegsgeld. Und Kronkorken und Schachtelzigaretten und boah, der Red Skorpion ist es. Ja, der hat aber kein Ei dabei. Kronkorken, Silbertafellöffel, denn aus dem Ei könnten wir uns ja diesen Trank brauen, der gegen Abhängigkeiten schützt. Oder der uns wieder clean macht, sozusagen. Kronkorken und eine Golduhr, jawohl. Zahnräder, sage ich nur Zahnräder. Was sind da aber? Schleichen ist nicht mit dem Anzug, oder? Scheint mir doch ziemlich laut zu sein. Und wir müssen rein, wie befürchtet. Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal außen rum nach oben. Denn ich möchte. Geht gar nicht. Doch, das muss doch gehen. Vielleicht nehmen wir lieber diese Waffe. Und die hat nur noch 6 Schuss. Nur noch 6 Schuss, Preston. Such mal 10 mm. Patronen für uns. Ja, Licht ist noch an. Es scheint jemand zu Hause zu sein. Sieht relativ sicher aus hier. Alles beleuchtet. Oh, hoppla. Welche willst du? Ich bin runtergestürzt. Ich nehme das hier. Oh. Welchen willst du? Gut, ich nehme sie beide. Kommt her. Ach, der legendäre Wilde auch noch. Plünderer. So was ist das. Da, hinter mir. Ich habe sie rausgelockt. Ja, genau. Mach du sie fertig. Das sind jetzt so viele auf einmal. Kopf ab. Schlag doch einfach den Kopf ab. Ohne Kopf kann er dich nicht beißen. Mann. Oh.
wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Oh mein Gott. Wir hätten es aber fast geschafft. Habt ihr das gesehen, Welt da draußen? Ja, wir hätten es fast geschafft. Ja, fast, fast. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Nein, wirklich nicht. Oh Mann. Da oben sind also Ghule versteckt. Die haben wir gar nicht gesehen. Von der Brücke da oben aus. Naja. Die beiden Ghule da oben, die werden wir in der nächsten Folge erledigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.